Was hat Schokolade eigentlich mit Nordamerika-Studien zu tun? Auf den ersten Blick nichts. Silke Hackenisch aber hat genauer hingeschaut und bemerkenswerte Entdeckungen gemacht. Schokolade steht für Schwarzsein, Sinnlichkeit, Schönheit, Schmelzen. Eine Metapher der positiven Selbstwahrnehmung von Afroamerikanern und zugleich ein begehrter Konsumartikel mit kolonialer Geschichte. Die Berliner Doktorandin hat Schokoladenverpackungen gesammelt, ein Teil der Quellen für ihre Dissertation. Bei ihrer Recherche stößt sie auf die Bezeichnung Chocolate City für Städte in den USA, in denen mehrheitlich Schwarze wohnen. Da habe ich dann angefangen, halt über diese beiden Ebenen nachzudenken, dass Schokolade als beschreibende Metapher für Blackness oder für Schwarzsein funktioniert. Und eben auf Deutschland bezogen funktioniert es eher so als Konsumartikel. Also man konsumiert nicht nur Schokolade, man konsumiert auch eine bestimmte sexualisierte Form von Schwarzsein. Doch dieser Konsum hat einen bitteren Beigeschmack. Auch darum geht es in ihrer Arbeit. Und dann gibt es eben den historischen Teil, wo es viel um Plantagenarbeit geht, um deutsche Kolonialgeschichte und dann eben auch im krassen Gegensatz dazu die Bewerbung von Schokolade, wo es eben eher darum geht, koloniale Fantasien auszuleben, also von glücklichen Kleinbauern, die auf Kakaoplantagen Kakao ernten und davon wunderbar leben können. Die junge Kulturwissenschaftlerin ist eingebunden in einen straff organisierten Alltag an der Berliner Graduiertenschule für Nordamerika-Studien. Jeden Donnerstag treffen sich alle Doktoranden in einem Seminar Picturing and Narrating America. Sie analysieren das Bild der amerikanischen Gesellschaft in aktuellen Fernsehserien. Heute geht es um eine italienisch-amerikanische Mafia-Familie, um kulturelle Selbstwahrnehmung im vielgestaltigen Amerika. Bis wohin ist man Italiener, Ire, Deutscher, ab wo Amerikaner? Doch das Programm der Graduiertenschule ist sehr viel breiter gefächert. Soziologen, Ökonomen, Literatur- und Kulturwissenschaftler, Politologen und Historiker sitzen hier zusammen, arbeiten aber an ganz unterschiedlichen Projekten, verbunden durch ein großes gemeinsames Thema, Challenges of Freedom, mit dem die Graduiertenschule 2006 in den Exzellenzwettbewerb ging. Im Grunde ist das eine seltene Konstruktion für die deutsche Universitätslandschaft, dass man ein genuin interdisziplinäres Institut hat, in dem interdisziplinäre Arbeitsformen selbstverständlich sind und in dem auch praktisch auf diese Art und Weise ein Gegenstand systematisch erforscht werden kann, der ansonsten in der deutschen Universitätslandschaft, aber auch in den USA selbst, muss ich sagen, und auch in anderen europäischen Ländern in dieser systematischen Weise nirgendwo studiert wird. 1.500 Euro bekommen die Doktoranden monatlich, genügend Geld, um sich ganz auf die Wissenschaft zu konzentrieren. Und auch Reisen in die USA zu machen. Britta Schumacher ist Sozialwissenschaftlerin. Sie untersucht die Rehabilitation von Strafgefangenen durch christlich-evangelikale Gruppen. Bei einer ersten Forschungsreise in die USA hat sie Interviews geführt, die jetzt transkribiert werden müssen. No one's mother holds them in their hands when they're a baby and says, you're going to be in prison when you grow up. We choose to break the law, we choose to make wrong choices, and then we have. Und schon dieser kurze Aufenthalt hat ihre Wahrnehmung verändert. Ich hatte vorher Vorurteile gegenüber religiösen Programmen, die in staatlichen Institutionen intervenieren. Mittlerweile ist es so, dass ich glaube, dass durch ihren Enthusiasmus und durch ihre effizienten Organisationsstrukturen evangelikale Gefängnisprogramme in der Lage sind, durchaus Menschen Bewältigungsstrategien zu geben, um in ihrem Leben klarzukommen, ein besseres Leben zu führen, auch längerfristig, welches staatliche Programme nicht können. Offen sein für die Kultur der USA und für Forschungsarbeiten der Kommilitonen. Wichtige Voraussetzungen für eine Promotion an der Berliner Graduiertenschule. Und die Bereitschaft, viel und zügig zu arbeiten, denn schon nach einem Jahr müssen die Doktoranden das erste Kapitel ihrer Dissertation vorlegen. Und nach 3 Jahren endet die großzügige Förderung.